ein Beweis für den Big Bang, ist zum Beispiel kosmische Hintergrundstrahlung. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eine Art Echo der gewaltigen Explosion des Urknalls, die sich nach der Bildung der Atome im gerade entstandenen Universum ausbreiten konnte. Dieses Nachglühen lässt sich noch heute am gesamten Sternenhimmel als inzwischen abgekühlte kosmische Hintergrundstrahlung messen, sogenannte 3-Kelvin-Strahlung, die etwas unregelmäßige Verteilung der Hintergrundstrahlung zeigt, dass die Materienverteilung in vielen Universen nicht gleichmäßig gewesen ist. Galileo Galilei würde seinen Augen nicht trauen. 1633 stand der italienische Universalgelehrte vor dem kirchlichen Inquisitionsgericht. Er entkam dem Scheiterhaufen nur deshalb, weil er dem von ihm selbst gelehrten kopernikanischen Weltbild, nachdem die Erde um die Sonne kreist, als ihr Lehrer abgesprochen hatte. Fast 360 Jahre mussten vergehen, bis die Kirche unter Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1992 mit Galilei ihren Frieden machte und die Verurteilung widerrief. Nach jahrhundertelangen Kämpfen zwischen Kirche und Forschung bemühte sich der Vatikan in den letzten Jahrzehnten tatsächlich verstärkt um eine Annäherung. Die Evolutionstheorie von Charles Darwin über die Entstehung der Arten hält der Kirchenstaat mittlerweile mit dem Glauben an die Schöpfungsgeschichte vereinbar. Der Urknall, den man heute an den Anfang der Welt setzt, steht nicht im Widerspruch zum göttlichen Schöpfungsplan. Er verlangt nach ihm. Die Evolution in der Natur steht nicht im Kontrast zum Begriff Schöpfung, denn die Evolution setzt die Erschaffung der Wesen voraus, die sich entwickeln.